Willkommen zu einer YouTube-Sequenz an einem sonnigen Mai-Nachmittag. Das erste Mal 20 Grad seit gefühlten Wochen. Und das ist so eine richtig glücklich machende Stimmung. Und was könnte besser zu einem so sonnigen Wetter passen als ein paar schöne hüftöffnende Sequenzen? Und dazu lade ich dich jetzt ein. Du brauchst für diese Sequenz zwei Blöcke. Und deine Matte natürlich. Und ich bitte dich jetzt erstmal auf deiner Matte Platz zu nehmen, auf einem Block etwas erhöht. Die Hände auf die Oberschenkel zu bringen, die Augen zu schließen, das Becken schwer in deine Unterlage zu drücken, die Seiten des Körpers vom Beckenknochen bis in die Achselhöhlen lang zu ziehen. Schulterblätter leicht zusammen, Kopf etwas nach hinten. Und in dieser geraden Ausrichtung erstmal fünf Atemzüge in deinem Tempo zu atmen. Und dann nimm die Hände vor dem Herzen zusammen in Anjali Mudra. Atme nochmal ganz aus. Und dann ein und mit einem Om zu beginnen. Bring die Hände zurück auf die Oberschenkel, öffne die Augen und dann geht's los. Entferne den Block unter dem Po, stell deine Füße vor dir auf, etwas mehr als hüftgelenksweit, mehr schulterbreit, die Arme gehen nach hinten. Der Oberkörper ist lang und hat so eine kleine Kurve im unteren Rücken. Und wenn ich so frontal zu euch sitze, dann spiegel ich euch. Atmet ein, streckt den Oberkörper lang. Atmet aus, schiebt beide Knie nach rechts. Ein noch ein bisschen länger im Oberkörper. Und aus, dreht den Oberkörper einen Hauch nach links. Einatmen, kommt mit beidem zurück in die Mitte. Aus, schiebt die Knie nach links. Ein, streckt den Oberkörper länger. Aus, dreht ganz leicht nach rechts. Ein, alles wieder in die Mitte. Und dann fließ jetzt mit deinem Atem aus. Lass die Knie zur linken, rechten Seite fallen. Ein, komm nach oben. Aus, zur anderen Seite. Und ein, nach oben. Noch einmal ausatmet nach rechts. Ein, nach oben. Ausatmet nach links. Und ein nach oben. Und wenn du jetzt ein Stückchen nach vorne gewandert bist, mach das nicht. Setz den Po etwas weiter nach hinten. Öffne die Beine in eine Grätsche. Beide Füße sind geflext. Greif nochmal an die inneren Oberschenkel. Kreiere ein bisschen mehr innere Spirale, indem du die inneren Oberschenkel nach hinten drehst. Und wenn jetzt keine Innenwölbung deiner Wirbelsäule unten da ist, dann kannst du dich gerne etwas höher setzen. Das hilft immer, um den Rücken in seine natürliche Lordose zu bringen. Einatmen, langer Oberkörper. Ausatmen, setz die Hände vor dich auf und lehn dich nach vorne. Noch gar nicht so weit, wir sind am Anfang dieser Praxis. Einatmen, komm zurück, nimm die Arme gleich mit, streng dich lang nach oben. Und mit der Ausatmung dreh dich zu deiner rechten Seite und setz die Arme am Boden ab. Das Kinn bleibt über dem Brustbein. Einatmen, nimm die Arme wieder nach oben.
Ausatmen, dreh über die Mitte zur anderen Seite nach links. Setz die Arme ab. Und mit der Einatmung komm wieder nach oben. Ausatmen, bring nochmal die Hände nach vorne. Lehn dich mit dem Oberkörper nach vorne. Einatmen, streck lang nach oben. Aus, dreh nach rechts. Setz die Hände rechts auf. Zieh mit der Einatmung nochmal den Oberkörper lang und mit der Ausatmung verneig dich über dein rechtes Bein. Drück die linke Gesäßhälfte mehr nach unten in den Boden. Und dann mit der Einatmung komm zurück. Dreh dich über die Mitte zu deinem linken Bein und ausatmen, setz die Hände am Boden ab. Einatmen, strecken. Ausatmen, verneigen und diesmal den rechten Sitzbeinhöcker mehr nach unten erden. Einatmen, richte dich auf, nimm die Arme mit, komm zurück zur Mitte. Ausatmen, setz die Hände ab und verneig nochmal nach vorne. Atme ein, richte dich auf. Greif mit beiden Händen unter deine Kniekehlen, hol dir die Beine zurück und dann komm von hier aus in einen Vierfüßlerstand, indem du die großen Zehen aneinander legst und die Knie rechts und links an den Mattenrand schiebst. Atme ein in einen Kuhrücken. Ausatmend runde dich und schieb mit der Ausatmung den Po nach hinten Richtung Fersen, streck die Arme. Ein, nochmal nach vorne. In einen Kuhrücken, aus, runde den Rücken und schieb nach hinten. Ein, nach vorne, das Brustbein zieht weit nach vorn. Aus, Schulterblätter gleiten auseinander und du schiebst den Po nach hinten. Einatmen, komm zurück in den Vierfüßlerstand und dann bring die Knie zurück unter deine Hüften. Schieb ein Bein nach dem anderen nach hinten in einen Stütz und von hier aus in einen herabschauenden Hund. Beug beide Knie und dann streck im Wechsel ein Bein nach dem anderen. Mach es schön langsam. Zieh die Fersen genüsslich zu Boden. Und dann beug beide Knie, schieb den Po so weit und kannst nach oben Richtung Decke. Und dann streck die Beine und bring die Fersen mehr und mehr Richtung Boden. Atme ein, heb das rechte Bein nach oben an. Ausatmend, hol den rechten Fuß nach vorn zwischen deine Hände und komm hier auf die Fingerspitzen. Einatmen, drücken beide Beine, zieh die Beine aufeinander zu. Ausatmend, lass sie etwas auseinandergleiten, ohne die Kraft zu verlieren. Ich stelle mir meine Schere vor. Einatmen, drück beide Füße, Hüfte hebt sich. Ausatmend, Beine gleiten etwas auseinander. Einatmen, nochmal Füße drücken. Ausatmend, auseinander. Und dann bring dein linkes Knie nach unten zur Matte. Wander mit dem rechten Fuß ein bisschen nach außen und bring beide Hände an die Innenseite des rechten Fußes. Streck den Oberkörper lang und dann beginn jetzt mit deiner Hüfte Kreise zu machen, sodass du merkst, wie die ganze Hüfte jetzt rotiert, auch in die andere Richtung. Und dann wandert der rechte Fuß wieder etwas mehr an die Innenseite. Beide Hände rechts und links davon. Du drückst das hintere Bein. Setzt die Hände auf und kommst von hier aus zurück in einen herabschauenden Hund. Wir fließen durch ein Vinyasa. Atme ein, Schultern über die Handgelenke. Aus, mit oder ohne Knie nach unten auf den Boden.
ein in eine kleine Kobra und aus zurück in einen herabschauenden Hund. Atme ein, heb das linke Bein nach oben an. Ausatmen, bring den linken Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Atme ein, drück beide Füße, heb das Becken etwas höher. Und ausatmen, zieh die Beine auseinander. Einatmen, nochmal drücken, die Hüfte etwas anheben. Ausatmen, leicht auseinandergleiten, ohne die Kraft zu verlieren. Einatmen, nochmal drücken. Ausatmen, gehen die Beine auseinander. Und dann setzt das rechte Knie am Boden ab. Beide Hände gehen an die Innenseite des linken Fußes und der linke Fuß wandert etwas nach außen, um mehr Platz zu schaffen. Oberkörper wird lang und dann beginnt die linke Hüfte zu kreisen. Wechsel die Richtung. Und dann drück den hinteren Fuß, setz die Hände wieder flach auf und komm zurück in einen herabschauenden Hund. Atme ein, heb deinen rechten Fuß nach oben an. Ausatmen, zieh deine linke äußere Hüfte ein bisschen weiter nach hinten. Dann öffne das rechte Bein zur Seite. Die linke äußere Hüfte zieht noch einen Hauch nach hinten. Und dann beug das rechte Knie und lass die rechte Ferse gefühlt zur äußeren linken Hüfte sinken. Atme ein, streck das Bein wieder. Dreh die Hüfte zu, die Zehen zeigen nach unten. Und du holst den rechten Fuß nach vorn zwischen deine Hände. Das linke Knie geht erneut auf den Boden. Und jetzt benötigst du bitte deine beiden Blöcke. Der rechte Fuß wandert wieder nach außen zur Mattenkante und du stellst deine beiden Blöcke so auf, dass der eine an der Innenseite des rechten Fußes steht, sodass du ihn gut fühlen kannst und der andere unter deiner linken Hand. Beide Beine ziehen zur Mittellinie und dann atme aus, beug die Ellbogen nach hinten, nicht zur Seite und komm tiefer. Und für viele von euch mag es sein, dass es hier völlig ausreichend ist. Das ist in Ordnung. Wer weitergehen mag, legt den linken Unterarm zuerst ab. Das ist immer die einfachere Seite. Vielleicht auch den rechten auf den Block. Bringt beide Hände zusammen und drückt auch die Hände zusammen, sodass auch die Arme zur Mittellinie ziehen. Und wer von euch mit super offenen Hüften gesegnet ist, ich bin das leider nur begrenzt, nimmt die Blöcke entweder tiefer oder weg und bringt die Unterarme auf die Matte. Und atmet hier weiter. Habe ich gesagt, dass Hüftöffner glücklich machen? Ja, tun sie, wenn sie vorbei sind. Manchmal ist es bis dahin ein Weg, wo man sich gerade nicht so glücklich fühlt. Aber ich verspreche euch, danach ist es besser. Solltet ihr die Unterarme unten am Boden haben und euch hier wohlfühlen, könnt ihr das hintere Bein strecken. Und dann wieder zu Boden bringen. Die Hände an der Innenseite eures Fußes bzw. auf den Blöcken platzieren. Und von hier aus zurückkommen in einen herabschauenden Hund. Ausatmend. Dann hebt das linke Bein nach oben an. Drückt beide Hände in die Matte, zieht die rechte äußere Hüfte nach hinten. Öffnet den linken Fuß zur Seite. Rechte Hüfte zieht noch mehr nach hinten. Dann beugt das linke Knie, sodass die Ferse Richtung äußere Hüfte zeigt. Probiert die Schultern parallel zu lassen. Und dann streckt das Bein, dreht die Hüfte wieder zu
und bringt den linken Fuß nach vorn zwischen eure Hände. Wieder der Moment, um die Blöcke einzusetzen und diesmal das rechte Knie nach unten zu bringen. Die Blöcke helfen euch auch dabei, die Mittellinie mehr wahrzunehmen. Also zieht die ganze innere linke Seite mehr zur Mittellinie. Die rechte Seite muss sich den Block denken. Und dann beginnt die Ellbogen zu beugen. Nach hinten wieder. Und erst den rechten Arm Unterarm abzulegen. Dann den linken Unterarm. Beide Hände aufeinander zuzuführen. Und erstmal in diese linke Hüfte hineinzuatmen. Vielleicht die Blockhöhe oder die Blöcke selbst zu verändern. Auf eure Höhe anzupassen. Und für den Fall, dass ihr unten seid, streckt das hintere Bein. Bringt beide Hände auf die Matte. Dreht den rechten Fuß aus Richtung kurze Mattenkante, nehmt den linken Fuß mit, sodass ihr jetzt in einer großen Grätsche steht, beugt die Knie ganz leicht an, schiebt die inneren Oberschenkel nach hinten, Oberkörper streckt lang. Atmet aus, verneigt nach unten. Einatmen, kommt auf die halbe Höhe. Beugt beide Knie deutlich, setzt die Hände auf eure Hüftknochen, starker Bauch, drückt beide Füße und kommt nach oben zum Stehen. Und dann bewegt die Füße aufeinander zu. Greift euch eure beiden Blöcke, die brauchen wir für die nächste Standstellung. Und das ist der Moment, wo ich euch jetzt wieder spiegle. Der Block kommt diesmal an die Außenkante eures rechten Fußes. Vielleicht braucht ihr ihn gleich, vielleicht nicht. Wir werden sehen. Die Füße stehen hüftgelenksweit. Der Oberkörper ist weit und offen. Und dann nehmt man von hier aus die Hände auf die Hüften. Und wenn ihr ausatmet, beugt die Knie zu so einem mini kleinen Stuhl. Und dann kommt auf die Zehenspitzen des linken Fußes. Hebt das linke Knie an, in eine innere Spirale setzt es über das rechte Bein. Und entweder ist das die Station 1, ihr setzt die Zehen auf den Block auf. Oder ihr schubst den Block weg, setzt euch ein bisschen tiefer, setzt die Zehen auf der Matte auf. Oder ihr hakt den Fuß hinten an der Wade fest. Guckt, welche Station für euch passt, es gibt keine bessere oder schlechtere. Und dann öffnet beide Arme zur Seite. Wir gehen in den Adler, also es sind eure Adlerschwingen. Und dann schwingt euren linken Arm unter euren rechten, verknotet die Arme ineinander, bringt die Handflächen aufeinander zu. Und setzt euch noch ein bisschen tiefer. Löst die Arme, streckt euer Standbein. Und dann hebt das linke Bein an, der linke Fuß ist geflext und der linke Knöchel ist jetzt über dem rechten Knie. Und wir gehen in die stehende 4, beugt euer Standbein, Oberschenkel schieben wieder nach hinten. Und ihr setzt eine Hand auf den Fußballen und eine Hand aufs Knie. Es hilft auch so ein bisschen mit der Balance, wobei ihr bei dieser Asana auch immer gerne an eine Wand gehen könnt, um die Hände hier an die Wand zu bringen. Das hilft. Wenn es euch hier gut geht, könnt ihr eure Blöcke nehmen und eine Etage tiefer kommen. Den Rücken nach wie vor lang strecken, das Standbein beugen. Oder die Blöcke zur Seite nehmen und die Fingerspitzen auf den Boden bringen. Oder wer die Fingerspitzen auf dem Boden hat, das Standbein zu strecken. Und dabei in die linke Hüfte ein- und auszuatmen. Einatmen, beugt euer Standbein. Lasst das Luftbein nach unten gleiten.
sodass jetzt beide Füße nebeneinander stehen. Macht den Schritt etwas größer. Und mit der Ausatmung hängt mal nach unten aus. Und dann beugt beide Knie. Setzt die Hände auf die Hüften. Macht den Rücken lang. Und wir bleiben hier noch für ein paar Atemzüge im Squat. Kein Problem, das ist machbar. Und dann drückt beide Füße. Kommt nach oben zum Stehen. Ausatmen, schließt die Hände vors Herz. Und dann gehen wir auf die andere Seite. Der Block kommt an die Außenseite eures linken Fußes. Die Füße wieder hüftgelenksweit, die Hände erstmal auf den Hüftknochen. Atmet ein und aus. Ein und mit der Ausatmung setzt euch wieder in so einen kleinen Ministuhl. Kommt dann auf die Zehen des rechten Fußes. Innere Spirale. Und dann setzt das rechte Bein über. Schaut, wo die Zehen landen. Vielleicht auf dem Block, vielleicht auf der Matte, vielleicht hinter der Wade. Und dann öffnet die Arme. Und diesmal ist es der rechte Arm, der unter den linken geht. Und die Arme wickeln sich umeinander. Und ihr setzt euch noch ein bisschen tiefer. Und lächelt. Auch wenn es sich gerade nicht nach Lächeln anfühlt. Wenn man trotzdem lächelt, hilft's. Öffnet die Arme, streckt das Standbein und der rechte Fuß bewegt sich schon in Richtung stehende Vier. Wenn ihr jetzt ausatmet, das Standbein wieder beugt und eine Hand ans Knie und eine Hand an den Fußballen bringt. Schaut, dass die Zehen schön gespreizt sind und der Fuß geflext ist, das schützt euer Knie. Und dann ist es vielleicht wieder eine Option, eure Blöcke zu benutzen, um eine Etage tiefer zu kommen. Oder die Hände am Boden abzusetzen. Schaut, was für euch passt, was für euch heute passt, was für euch jetzt passt. Und vielleicht passt es auch, dass ihr das Standbein streckt. Und wenn ihr es gestreckt haben solltet, dann beugt es jetzt bitte wieder. Und es geht eine Hand an den Fuß und eine Hand ans Knie. Und dann kommt nach oben zum Stehen und löst die Verbindung auf. Sehr schön. Nehmt die Füße etwas weiter, schulterweit. Dreht die Zehen zur Mattenkante aus. Nein, nicht ganz zur Mattenkante, mehr so, dass die Zehenspitzen in die äußeren Matten-Ecken zeigen. Und dann von hier aus beginnt die Knie zu beugen und euch tiefer zu setzen. So dass ihr von hier aus in eine Hocke kommen könnt, in Malasana. Eure Oberarme sind an der Innenseite der Oberschenkel. Und die Oberschenkel drücken gegen die Oberarme. Und die Oberarme drücken zurück. Wenn ihr die Füße nicht gut auf den Boden setzen könnt, könnt ihr Blöcke unter die Fersen nehmen, wenn die Fersen in der Luft schweben. Das hilft, um mehr Stabilität zu behalten. Und dann atmet ein, streckt den Rücken lang. Und ausatmet, setzt eure rechte Hand diagonal vor euch. Die Finger spreizen sich auf dem Boden auf. Die linke Hand geht auf die Schulter und ihr öffnet die linke Schulter zur Seite. Und vielleicht streckt sich auch noch der linke Arm nach oben. Und der Blick folgt. Und dann dreht zurück. Wir wechseln. Die linke Hand findet einen Platz am Boden. Die rechte Hand geht auf die Schulter. Die rechte Schulter dreht auf und der Arm streckt nach oben. Und findet den Weg zurück. Und dann von hier aus bringt die Hände hinter euch. Stellt die Füße nochmal so auf wie am Anfang, also etwas weiter als schulterweit. Lehnt euch nach hinten, kleine Kurve im unteren Rücken und lasst nochmal die Knie wie einen Scheibenwischer
nach rechts und links sinken. Und dann kommt von hier aus nochmal in einen aufrechten Sitz, immer mit etwas unter dem Po, damit die Hüften höher sind als die Knie. Leg die Hände auf den Beinen ab, schließ die Augen, heb das Herz nochmal mehr zur Decke. Wir bleiben hier noch für 5 Atemzüge in Stille. Und dann bring die Hände vors Herz für ein glücklich machendes abschließendes Om. Atme dafür direkt ein. Namaste.